Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Okay, und wir spielen heute mal wieder Adopt Me, wie ihr wahrscheinlich seht und im Titel steht. Wir werden heute den nächsten Pandi hochleveln. Ich habe ja, wie gesagt, alle Pandis vorbereitet gehabt. Ich habe jetzt sogar alle Pandis fertig. Ich muss unbedingt gleich mal das Haus in die Mitte stellen. Aber als allererstes gehen wir mal schnell mit Pandi zur Wasserparty. Pandi, komm her. Obwohl, das ist ja Panda. Das ist ja nicht Pandi. Obwohl, ihr werdet später zum Mega-Pandi. Also, das ist schon okay. Ich meine, zum Neon. Zum Neon-Pandi. Genau. Ich habe die anderen beiden jetzt sogar auch schon vorbereitet, dass sie genauso weit vorne sind. Das heißt, es dauert nicht mehr lange und dann ist Pandi endlich ein Neon-Pandi. Okay, ich überlege sogar, ob wir dann vielleicht das zu einem Mega-Neon machen. Oder ob das vielleicht ein bisschen teuer ist. Aber das muss ich erst mal gucken. Weil ich will mir ja auch das neue Haus kaufen. Was wir auch als Gewinnspiel machen für alle, die das Gewinnspiel noch nicht kennen. Wir machen ein Gewinnspiel. Schaut einfach die letzte Folge Adopt Me, da habe ich alles genau erklärt. Und genau, es dauert noch ein bisschen, bis es auslosen. Nein, wir müssen noch... Habe ich Äpfel? Ich glaube nicht. Nein, ich habe keine Äpfel. Ich habe nicht mal was zu trinken dabei. Oh Mann. Okay, Pandi, bist du bereit? Hast du genug Poolparty gemacht? Dass du gleich ausgewachsen bist? So. Let's go. Dann gehen wir... Oh mein Gott, hier spammt aber jemand ganz schön was voll. Okay. Wir gehen auf jeden Fall mal schnell ins Krankenhaus. So, schön aufs X. Aufs X sage ich schon, aufs Kreuz. Oh Mann. Also manchmal ist es auch ein bisschen komisch mit mir. So, da schnappen wir uns hier mal ein paar Goldäpfel. Und dann verfüttern wir dir einen. So, mir ist auch aufgefallen, man darf keinen Goldäpfel in der Hand haben, wenn der Panda einen isst. Und so, weil sonst backt es manchmal. Und dann kann man nämlich, wenn man einzeln isst, jeder einzeln, dann ist es um einiges besser. Oh, wir haben doch noch ein Sandwich. Das ziehen wir uns schnell rein. Oh yeah, Sandwich. Wir müssen, also ich habe gerade gedacht, wir müssen nichts essen. Aber doch, das waren wir. Sehr gut. So, wir gehen direkt mal raus, setzen unser Haus in die Stadt. Denn, das ist ja immer relativ wichtig, dass hier jeder einfach umsonst duschen kann und umsonst trinken hat. Wir gehen auch natürlich direkt mal rein und holen uns Wasser. So. Oh, jetzt bin ich schon wieder rausgegangen. Aber ich denke mal, es wird reichen mit Wasser. Ja, perfekt. Wollen wir schon direkt zum Kelvin gehen und uns da auch noch Grillspieße holen? Also Marshmallows. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich schlafen, weil es wird ja wieder Nacht. Wir haben jetzt ja schon alles gemacht, was man tagsüber machen kann. Und dann müssen wir wahrscheinlich egal schlafen. Und dann können wir direkt hier sein. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir wollen sowieso campen gehen. So, die nehmen wir mal mit. Essen wir einfach gerade mal ein. Ah, oh, lecker. Lecker, Schmecker. So, wir nehmen noch mal ein paar mit. Obwohl, wir lassen es einfach. Mal gucken, ob wir jetzt hier schlafen müssen. Nee, noch nicht. Denn es sind echt nicht mehr viele Missionen. Wir müssen noch, glaube ich, drei Sachen machen. Und dann haben wir ihn endlich auf erwachsen. Dann ist es wirklich der zweite. Ich freue mich so sehr. Hier die ganzen Eier. Tiere brüten wir vielleicht sogar auch noch aus. Oder wir verkaufen die. Ich überlege die nämlich einfach zu verkaufen. Gegen irgendwas Cooles, was das quasi so zum Tauschen habe. Aber da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Oh, wir werden auch morgen haben wir auch hier diesen, ich weiß gar nicht, was es ist. Feibo Tätowier. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Auf jeden Fall, das werden wir morgen nämlich haben. Ich freue mich schon total, weil wir kriegen morgen nämlich 20 Sterne und dann haben wir nämlich 104 Sterne. Mega, mega cool. Ich glaube, hätte ich nicht mehrmals quasi so nur einen Tag mitgenommen, hätte ich wahrscheinlich sogar das schon ganz easy bekommen. Aber egal, ist ja nicht schlimm. So, es ist halt wichtig, dich jeden Tag anzumelden. Also an alle, jeden Tag Adopt Me spielen, das ist das einzig Wichtige. Guck mal, man könnte in unser Haus einbrechen. Oh Mann, okay. Das ist aber nicht gut. Aber egal. Die Tür steht ja eh offen. Ich glaube, der wird da keiner so einbrechen. So und wuh. Ich habe auch einen richtig coolen Trick gefunden. Das mache ich richtig gerne. Und zwar, wenn man sich hier ganz oben drauf stellt. Na, das hat nicht geklappt. Okay. Wir machen es jetzt nochmal. Und zwar, wir stellen uns da oben drauf. Das ist ganz witzig, dass man hier ganz oben auf der Spitze ist. Ich bin generell richtig oft hier oben auf der Spitze. Das ist mein Lieblingsort in Adopt Me. So. Nein, ich hab's schon wieder nicht hinbekommen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, letzter Versuch. Wenn wir das jetzt nicht schaffen. Nein, und wir haben es schon wieder nicht geschafft. Okay, einmal versuchen wir es noch. Wirklich ein allerletztes Mal. Pandi möchte ja eh gerade nichts machen. Ja! Dieses Unfall. Normalerweise schleudert man natürlich die ganze Karte. Ich liebe das. Ich finde das so cool. Okay, was habt ihr Cooles zu tauschen? Jetzt alle nichts. Okay, okay. Hallo, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag.
Mann, du siehst aber ganz schön böse und duster aus. Aber hier ist ein Herz. Ich glaube, sie ist gar nicht so duster. Sind das Rosen? Schwarze Rosen? Oh, wie schön. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist doch mega süß. Okay. So, Pandi, was möchtest du machen? Möchtest du ein bisschen Bananenboot fahren, Pandi? Ja, okay. Möchtest du ein bisschen auf dem Dach sitzen? Ja, auch? Nein! Nein, möchtest du nicht? Bist du gerade sauer? Okay, dann gehen wir runter. Es tut mir leid, Pandi. Ich wusste nicht, dass du das nicht magst. Oh yeah, wir haben auch Tricks. Okay, wir haben Pandi noch nichts beigebracht, dem Panda. Ich habe gestern nämlich einem anderen Panda die ganzen Tänze beigebracht. Und der Pandi hat so coole Tänze. Ja, bring ihm was bei, bitte. Ja, danke schön. So, erstmal Pandi, lern sitzen. Sitz. Sitz, Pandi. Okay, wir müssen schlafen. Pandi, ich setze dich einfach schlafen, okay? Okay, das funktioniert nicht. Okay, Panda macht das trotzdem noch weiter. Jetzt habe ich es hier. Gut, Panda. Tanz 1. Die Bauchrolle. Der ist schon mega cool. Aber der Tanz 3 ist es, glaube ich. Der ist richtig cool. Der ist auch schon sehr, sehr cool. Ein Otter. Oh, ich finde Otter auch so süß. Und der ist so süß, wie er so durch die Gegend rollt. Oh Mann, Pandi, ich liebe dich. Pandi ist wirklich das coolste Tier überhaupt. Okay, Pandi kennt neue Tricks. Leg dich hin, Pandi. Ich hole mir mal... beziehungsweise ich habe ja was zu trinken dabei. Da kann ich einfach ganz schnell was trinken. So, das Trinken, 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 Trinken ist gut. Trinken ist wichtig. Trinken macht Mut. Okay, Pandi. Oh, wir müssen doch noch ganz schön viel machen. Also ich hätte echt gedacht, dass das schneller geht. Pandi, lesen. Okay, wir lesen. Was steht da vorne? Jetzt machen wir hier hin. So. Schreiben. Dann hast du vorne lesen und hier musst du schreiben. Okay, oh, ich habe schon wieder Hunger. Ah ne, ich hatte gerade eben Durst. Okay, so, dann nehmen wir uns hier mal so einen leckeren Spieß. Oh, sehr gut. Lecker Schmecker. Wir gucken mal. Wo hast du das gekauft? Ich möchte auch. Okay. Ich weiß nicht, was sie möchten. So, ich lese nämlich immer ab und zu mal noch den Chat. Das ist immer aber ganz witzig. Aber ich muss sagen, in Adopt Me achte ich so wenig auf den Chat wie noch gar nicht. Ich habe auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob das neu ist oder ob das nicht neu ist. Und zwar, hier vorne steht ein Gebäude. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, warum. Dieses Toys. Ich war da drinne. Die haben da ganz viele tolle Spielzeuge. Aber was ist das da vorne? Ist das ein Pizzaladen? Den habe ich wirklich noch nie gesehen. Also mir ist gerade eingefallen, den Toys, da waren wir sogar, glaube ich, mal zusammen drin. Aber der Pizzaladen, ist der ganz neu? Oh yeah, krosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Oh, lecker Pizza. Ja, komm, wir kaufen uns die leckere Pizza. Zutat hinzufügen. Hinzufügen. Machen wir sogar nochmal. Nehmen wir mal doppelt und dreifach. Ganz viel, ganz viel, ganz viel. Nein, ich habe angefangen, sie zu essen. Okay, Pizza aus dem leckeren Ofen. Das ist ja mal mega cool. Habt ihr es eigentlich schon mitbekommen mit den Fossileiern? Und zwar, man soll die Fossileier wohl ausgraben. Also, deswegen, ich werde keine neuen Eier mehr kaufen, wie geplant. An alle, die sich jetzt wundern, warum ich keine neuen Eier kaufe. Und zwar, ich werde nämlich mein ganzes Geld jetzt sparen, damit, sobald das Update nächste Woche rauskommt, wir dann die ganzen neuen Eier kaufen können. So, das ist dann, glaube ich, viel besser, als die ganzen Aussie-Eier zu kaufen. Und dann kaufen wir einfach für mein ganzes Geld Eier. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Und dann brüten wir sie nochmal aus. Wir gehen einfach gerade in die Schule schlafen. Ich finde in der Schule schlafen immer mega cool, weil ich auch so immer gerne in der Schule schlafen würde. Wir haben das ein einziges Mal mit der Klasse in der Schule geschlafen. Und ich fand das so cool, deswegen. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. So. Warum? Ah, ich muss duschen. Och, Mann. Manchmal bin ich so ein Dödel. Das passiert mir so oft, dass ich denke, dass ich duschen muss, schlafen muss oder duschen muss und das einfach verwechseln und dann genau das andere mache. Auch. Okay, aber wir sind jetzt schnell im Haus. Reingehen, hochgehen. So, dann da hochschießen. Ich finde das immer mega cool mit dem Hochschießen. So, Pandi, wie weit bist du? Okay, es ist Zeit für die Schule. Das machen wir natürlich direkt als nächstes. Und ich hoffe, dass du dann in der Schule endlich ausgewachsen bist. Das wäre der absolute Hammer, wenn du dann endlich ausgewachsen bist. So, Pandi, noch ein bisschen. Okay,
Ich glaube, in der Schule ist es noch nicht so weit. Ich glaube, dann noch eine Sache. Oh, ich habe vergessen aufzustehen. Ach, Mann. So, jetzt sind wir wieder drin, ne? Jetzt wieder raus. So. Dann einmal hier hoch. Ab in die Schule. Einmal hier rangeschossen. Reingeschossen. Rüber. So, Pandi. Bist du bereit? Bist du in Form? Ja, ganz enorm. Oh Mann, ich gucke viel zu viel SpongeBob. So, ich hoffe echt, dass wir es schaffen. Vielleicht möchte Pandi ja noch was essen, wenn wir jetzt hier sind. Das wäre auf jeden Fall der absolute Hammer. Hallo, hallo. Oh nein, ich möchte ins Bett gelegt werden. Aber vielen Dank, Coco. So. Noch ein ganz klitzekleines Stückchen. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Obwohl, danach muss er ja, glaube ich, denke ich mal, noch eins machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon das letzte ist. Auch wenn ich es mir wünsche. Aber ich glaube es nicht. Pandi, oder ist das schon das letzte Stück? Du musst es mir doch sagen. Pandi, du bist so ruhig. Warum bist du so ruhig? Okay, Pandi, gleich haben wir es geschafft. Oh Mann, es sind doch noch mehrere Sachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich habe mir auch noch was überlegt, was mir gerade einfällt. Und zwar, ich möchte jetzt auch jedes Mal nochmal Tipps geben, was denn das Haus wird. Und zwar das Haus für das Gewinnspiel muss auf jeden Fall mit Robux bezahlt werden. Nicht mit den Bugs von hier, sondern mit Robux. Das gebe ich euch noch als kleinen Tipp dazu. Vielleicht gebe ich euch ja noch mehr Tipps in den nächsten paar Folgen. Ich kann es euch noch nicht versprechen. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau, was ich kaufe. Ich denke mal, ich werde es nächste Woche, Freitag oder so, denke ich mal, kaufen. Aber da muss ich auf jeden Fall noch mal gucken, wie ich das auf jeden Fall alles hinkriege. So. Okay, Pandi, du möchtest irgendwas machen, aber was möchtest du machen? Möchtest du auf dem Spielplatz, möchtest du campen gehen? Aber du musst doch irgendwas machen wollen. Du kannst ja nicht einfach so unglücklich sein und dich im Kreis drehen. Guck mal, Pandi, mir wird schon ganz schlecht. Wir lassen das lieber. So, möchtest du auf den Spielplatz? Komm, Pandi, wir gehen auf den Spielplatz. Ich glaube, das möchtest du. So, dann setzen wir uns hier mal hin. Pandi, du da, ich da. Und es passiert nichts. Ich verstehe immer nicht, wie man das Ding anschubst. Ich glaube, man muss ein Erwachsener sein, um das anzuschubsen. Weil ich glaube, dann kann man sich nämlich hier noch fest... Also kann man das hier auch noch anschubsen. Aber da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Kann man das nur als Erwachsener machen? Oder könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben? Das wäre super, super lieb. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ach, genau. Das Gewinnspiel, auch euren Tipp, ihr könnt ihn gerne hier mit runterschreiben, aber ihr müsst das unter das letzte Video machen, da wo ich das Gewinnspiel angekündigt habe. Da müsst ihr schreiben, welches Haus es ist. Das zählt leider nicht, wenn es hier war, auch wenn hier das Richtige ist. Und ihr könnt auch mehrere Sachen runterschreiben, es wird immer nur euer Richtiges erzählen. Natürlich ist es ja nur fair, wenn ihr nur eins schreibt, aber das ist natürlich ganz euch überlassen. Durst, Pandi, bitte kriegst du auch Durst. Komm schon, Pandi, du musst auch Durst haben. Du musst doch irgendwas wollen. Pandi, wo bist du? Ah, da vorne bist du. Hallo, ich bin hier, Pandi. Oh, ich habe gedacht, du hast dich verirrt. Aber du wusstest, glaube ich, was machen. Ich glaube, du wolltest einfach wieder springen, ne? Das ist auch unsere Lieblingsbeschäftigung. Einfach zu springen. Darüber. Oh, ich habe immer noch Durst. Wie kann das denn sein? Ich habe doch schon ausgetrunken. Okay, dann packe ich es einfach weg. Ist schon in Ordnung. So, dann nochmal ein bisschen Schaukeln. Okay, Pandi, wenn du nicht Schaukeln möchtest, dann sag es doch einfach. Was möchtest du denn sonst machen? Ah, ich habe gerade gedacht, hier steht ein neues Haus. Aber das ist ein Babyshop? Das ist ja ein neuer Laden. Oh mein Gott, wie cool. Oh, das kostet aber leider alles wieder Geld. Milchpulver kaufen, okay. Oh, das ist cool. 1500. Oh nein, das ist mir auf jeden Fall ein bisschen teuer. Cooler, cooler Shop, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein richtig cooler neuer Shop. So, der Babyshop. Gibt es denn noch neue Shops? Ich habe es gar nicht genau alles gesehen. Und was ist das hier? Aber ich glaube, den gibt es schon länger, ne? Oder? Oh Mann, ich gehe nie in die ganzen Shops, weil ich so mich nur drauf konzentriere. Was ist das denn hier? Ist es eine Art Obby? Oh mein Gott. Wie cool.
White Potion, Fly Potion. Was macht das denn? Silbo, okay. Mega, mega cool. Oh, das ist wirklich cool. Mal gucken, ob wir hier oben auch rausgehen können. Ich wusste gar nicht, dass es den Shop überhaupt gibt. Pandi, warum möchtest du denn nichts machen? Ich werde hier gleich noch verrückt. Das darf doch nicht wahr sein. Du möchtest einfach nichts machen. Pandi, du musst nur noch eine einzige Sache machen, glaube ich. Und du möchtest es einfach nicht. Okay, ich würde sagen, bevor das Video viel zu lang wird, mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, sobald Pandi was machen möchte. Bis gleich! Okay, da sind wir wieder. Das hat irgendwie nur 3 Sekunden gedauert, also das hätten wir auf jeden Fall auch zusammen machen können. Pandi möchte schlafen gehen. So, wir nehmen uns hier vorne den Stab. Bitte, lass mich einfach schnell hier in die Schule. Ich würde aber sagen, wir machen dann danach nochmal eine Pause. Also, falls Pandi jetzt nicht das Level aufsteigt, würde ich sagen, machen wir... Oh Mann, nicht zu langsam. So, dann machen wir nochmal eine kurze... Ah, okay, ich hab Schlaf genug, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal einen ganz kurzen Cut. Das ist nicht zu lange dauert. Aber bitte, Pandi, bitte, 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 bitte. Und... Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, dass wir es auf jeden Fall nächstes Video so machen müssen, dass wenn es kürzer ist. Okay. Ich würde sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut und sehen uns gleich im Whirlpool wieder. Denn wir müssen ja, denke ich mal, als nächstes duschen. Bis gleich. Okay, wir sind gerade ins Haus gegangen und genau dann wollte Pandi was trinken. Oh nein, 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 so. Füttern, trink was. Komm schon, Panda. Pandi, 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 Pandi. Komm, 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 komm. Oh Mann, wir müssen noch was machen. Okay, das heißt, wir müssen hoch in den Whirlpool, denn es wird gleich ja wieder Tag. Und sobald es Tag wird, wird automatisch... muss man duschen. Und das ist generell ein guter Tipp für euch. Und zwar immer, nachdem ihr geschlafen gegangen seid, einfach in den Pool setzen. Denn das ist das Nächste, was ihr machen müsst. Dann müsst ihr nämlich nicht so lange überlegen. Ich hab Durst. Okay, ich trinke nochmal schnell was. So, die leckere Pizza haben wir auch noch. Komm schon, gleich ist es endlich soweit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pandi, bitte. Obwohl, es muss ja eh erstmal Tag werden. Und sobald Tag geworden ist, ich glaube, dann geht's erst los. Oh Mann, und wir müssen die ganze Zeit so warten. Wie kann das denn sein, dass Pandi nichts machen möchte und ich auch nicht? Habt ihr das auch manchmal, dass der einfach nichts machen möchte? Wir nehmen jetzt hier, glaube ich, schon seit 20 Minuten auf und er möchte nichts machen. Das ist so Horror für mich. Ich kann doch nicht warten. Ich hasse das doch zu warten. Adopt me. Warum weißt du das denn nicht, dass ich es hasse zu warten? Okay, er will endlich duschen. Er duscht, er duscht, er duscht, er duscht. Und er hat auf einmal auch Hunger. Oh Mann, jetzt will er auf einmal alles auf einmal. Das ist doch... Pandi, das darf doch nicht wahr sein. Und wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Pandi. Und... Oh, was? Nein. Okay, pick up. Komm mit, Pandi. Auch wenn dann du relax. So, wir stellen uns hier vor unsere Party-Location. Und du. Du wirst jetzt was essen. Nein. Füttern. Und so die leckere Pizza. Guten Appetit, Pandi. Und endlich. Jawohl. Pandi ist ausgewachsen. Okay, damit haben wir jetzt den zweiten Panda, der ausgewachsen ist. So, ihr seht, Pandi, der richtige Pandi aus dem Stream, den ihr, denke ich, alle noch kennt. Pandi, das Herzstück überhaupt. Dann, Panda ist auch ausgewachsen jetzt. Dann, der andere Panda ist fast ausgewachsen. Aber ich denke mal, ich werde das noch so ein Stück weiter machen, bis die Kuppel anfängt. Das dauert viel zu lange, bis der Panda was will. Und den Panda werden wir morgen machen. Das heißt, wir werden in 3 Tagen den Panda haben. Okay, mit dem gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal schnell zum Spielplatz. Denn das Geld nehme ich mit. Und ich würde sagen, wir beenden für heute die Folge. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.